So, willkommen zurück zum nächsten Part von Minecraft. Ich muss gerade mal meine Heizung abdrehen, mir ist total warm irgendwie. So, in dem Part will ich jetzt mal irgendwie wieder was machen, weil im letzten Part habe ich ja so ein bisschen über mein Seminar erzählt. Und haben halt hier die Schilder so beschriftet, ne? Hier, zack, zack, wo so alles drin ist. Da ist noch nichts drin, da kommt noch was rein. Da ist noch viel wenig. Viel. Da ist noch viel wenig drin. So, ich habe geplant, dass wir erstmal gleich schlafen gehen und dass wir uns erstmal ein paar Waffen machen, weil ich suche eine neue Höhle. Ich möchte mir eine neue Höhle suchen, weil die hinter meinem Haus, die kennt er ja noch. Nee, also nicht wirklich. Die will ich wirklich nicht mehr erkunden. Da habe ich dann echt wirklich gar keinen Nerv mehr zu. Was brauchen wir denn? Also auf jeden Fall mache ich mir mal zwei Spitzhäckchen. So, eine oder drei heile Schaufeln können ich schaden. Ich mache mir immer so viel. Und dann brauche ich doch nicht. Oh, was ich aber noch machen könnte, ist zwei Schwerter. Das könnte ich auch noch mal machen. Kommt eins hier hin und eins dahin. So, kommen die immer direkt so übereinander, hör mal. Schaufel. Schaufel. Erde. Mann, halt die Schnauze da oben. Hör mal, ist Nachtruhe. Nee, Nahrung. Ich habe aber nichts mehr zu essen. Ja, sieben Äpfel. Hühnchen nehme ich mit. Steak, Großhühnchen. Gebraten. Komm, Großhühnchen kann ich mal in eine. Ah! Großhühnchen kann ich mal in den Ofen tun. Wo keine. Gar keine Kohle drin ist, da können wir mal die Hälfte hier reintun. So, da und da. Jetzt ist er gleich wieder hell drin. Ich gehe aber vor unserer Expedition nochmal kurz schlafen. Schnell! Falls sie uns erwischen! Naja, das gibt's doch nicht. Schnell geh pennen! Ist die Spinne hier noch? Ja, da hinten. Egal. Schöner Tag heute. Warum stehen die Öfen eigentlich hier? Na, also für mich wäre es am sinnvollsten, dass wir die bei uns hinstellen. Weil hier ist ja jetzt nur noch. Ja, was könnten wir aus dem Raum machen? Der Raum ist mir eigentlich auch irgendwie ein bisschen zu schade, um daraus einfach nichts zu machen. Weiß ich nicht. Das Bett lasse ich hier stehen. Die Werkbank nicht. Die gefällt mir da nicht. Die kommt weg. So, gehen wir auch gleich mal in eine Höhle. Oder suchen uns eine neue Höhle. Hallo, Spinni! Oh nein. Hä, es ist doch Tag. Ich habe gedacht, die sind nicht böse. Und EP. Oh, schon Level 21 und noch kein Diamanten, Junge. Ich wollte auch mal irgendwann in den nächsten Part verzaubern oder mir einen Zaubertisch machen. Danke! So, können wir gleich mal wieder. Boah, guckt euch das an. Vier Öfen. Können wir das schon mal hier hinpacken? So, die Öfen. Pass mal auf. Zack. Noch. Zack. Zack. Und zack. Die Werkbank, die können wir dahin machen. So, sieht zwar noch ein bisschen dumm aus, aber das hat schon seinen Sinn. So, dann gehen wir jetzt einfach mal auf Höhlentour. Oder vielleicht auch Höllentour. Keine Ahnung, wird bestimmt wieder die Hölle. Ich weiß nicht, wenn ich so offscreen Minecraft spiele, also wenn ich nicht aufnehme, dann finde ich immer irgendwie viel coolere Höhlen, als wenn ich als wenn ich jetzt hier aufnehme. Also im LP finde ich nicht so viele Höhlen. Oder überhaupt gar keine Höhlen. Juhu! So, wir suchen uns jetzt einfach mal eine Stelle oder wir gehen jetzt einfach. Ich habe was vergessen. Fällt mir gerade noch ein. Oh, oder warte mal. Das können wir auch da machen. So. Die Kohle werden wir ja da finden. Ich wollte noch sagen, wir haben ja gar keine Fackeln dabei, aber da unten wird es ja hoffentlich mal Kohle geben. Was bist du denn für einer? Was bist du denn für einer, Junge? Also, hier geht schon mal nicht durch. Verrückte Mongo. Verrückte Mongo.
Siehst du, sag ich doch. Hier gibt's Kohle und Mass. Hier gibt's auch EP. Aha. Keiner hier, keiner da. Machen wir uns gleich mal ein paar Fackeln. So, und dann hatte ich nämlich geplant. Ein Aufruf an jeden. Ich werde bald ein Infovideo rausbringen. Noch ein Infovideo? Zum Thema Texture Packs. Ich hatte ja schon mal in ein paar Minecraft-Parts erwähnt, dass ich irgendwann mal so ein Video mache mit meinen Top 5 Minecraft Texture Packs. Und dass ich die dann mal so kurz vorstelle, wie die so dann aussehen und dass ihr dann entscheiden könnt, dass ihr dann auswählen könnt, mit welchem Texture Pack ich erstmal spielen soll, eine Zeit lang. Weil jetzt hat ja auch in der letzten Zeit dann immer wieder bisschen hin und her gewechselt. Also es gibt bestimmt dann noch tausend andere Texturenpacks, die tausendmal besser sind als hier, das ich jetzt habe. Ey, das ist aber von Gronkh, das ist das Beste. Ja, Gronkh hat ein super Texture Pack, kein Ding. Aber es gibt bestimmt 100 andere Leute, die mit einem viel besseren Texture Pack spielen. Wenn euch ein Texture Pack einfällt, schreibt es unter die Videos hier, unter das Video, unter jedes andere Minecraft-Video. Aber bitte nur unter die Minecraft-Videos, nicht, dass ihr jetzt irgendwie ankommt bei Mystical Ninja Starring Home und ey, ich halte ein Texture Pack, Mama, das und das. Das überhaupt nicht. Also dann bitte nur unter den Minecraft-Parts. So, da. Oh, wir müssen mal tiefer runter. Bin ich denn? Ich bin auf Höhe. Jetzt muss ich mich erst wieder orientieren. Auf Höhe 57. Und ich höre schon das Höhlengeräusch. Also muss sie hier irgendwo sein. Rein spaziert ins blaue Haus. Ja, da wohnt die kleine Maus. Links, rechts, links. Ich bin. Bin ich jetzt rechts oder links? Ach komm, ich bin links. Ich bin bei den Linken, also gehe ich jetzt hier hin. Und Eisen! Also wie gesagt, kommt bald ein Infovideo oder ein Vorstellungsvideo in Anführungsstrichen für die Top 5 Texturen-Packages, die ich so ganz okay finde, mit denen ich auch eigentlich gerne spielen würde. Aber ich überlasse es an euch, was ihr sehen wollt. Ich werde das dann vielleicht so machen, dass ich die 5 Texture Packs unten als Kommentar hinschreibe und dass ihr dann immer einen Daumen hoch geben könnt, was euer Favorit ist. Naja. Oh! Ach stimmt, der füllt ja jetzt immer automatisch nach. Mann, habe ich ganz vergessen. Gut, keiner hinter uns. Dun, dun, dun. Ein bisschen zu laut. So. Dun, dun, dun. Das Eisen vergessen wir natürlich auch nicht. Gehen wir mal hier hoch. Okay. Ne, hier geht's wieder hoch. Ich will ja diesmal weiter runter. Also muss ich hier lang. Toll. Einmal im Kreis gelaufen, Junge. Gut, da ist Lava. Schwert gezückt. Ach, guckt euch das an. Dick und doof stehen da auch mal wieder rum. Das ist Sparta! Der Typ sieht so ein bisschen so aus. Das ist Sparta! Na komm. Greif mich an. Ist hier irgendwo ein Monster-Spot? Na geil, meine besten Freunde, die Bogenschützen. Erstmal hol ich mir die Kohle. Wenn die nicht herkommen. Wenn die nicht herkommen, dann gehe ich zu denen. Naja, dann nicht. Ich meine, so viel Kohle brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben noch so viel Kohle zu Hause. Im Kühlschrank, wollte ich gerade sagen, im Ofen. Und auch in den Kisten. In der Kiste, Junge. Das gibt's doch. Egal, ich töte sie jetzt trotzdem, weil sie mir auf den Sack gehen. Bevor sie mich töten, töte ich sie. Einfaches Prinzip von russisch Bundeswehr. Hier scheine ich auch schon gewesen zu sein. Also gehe ich hier nochmal weiter runter. Ich hoffe nur, dass ich irgendwie zu Hause. Zu Hause finde. Ich will nach Hause. Ich will noch nicht nach Hause. So. Mit war heilen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier dann kein Zentimeter irgendwie weiterkomme. Ich bin in den ganzen Parts bislang noch nie auf eine Mine gestoßen. Habe ich so Pech, Junge?
Muss ich mal so nach unten graben. Komm. Das mache ich jetzt. Irgendwie muss das jetzt mal funktionieren. Also bei mir muss das jetzt mal auch funktionieren. Wenn das bei meinen Kollegen auch klappt, dann muss das hier auch klappen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Viermal Eisen zum Mitnehmen, bitte. Und weil heute Freitag ist und Wochenende, kriegen Sie nochmal 4 extra oben drauf, müssen nichts bezahlen. Einfach abhacken und dann tschüss. So gehe ich hier mal weiter nach unten, nachdem ich die Fackel gesetzt habe. So, einfach mal nach unten weiter. Ach ja. Ihr lieben Leute. Lasst euch sagen, wir sind auf Höhe 44. This ain't not sin, put a summer yum. Everybody come, party and dance, oh. Hot chicks, cool drinks, macht den Sommer jam. Ich weiß nicht, wo ich mich hier runtergrabe, oh. Ich grab mich einfach mal irgendwo runter. Wird schon irgendwie schief gehen. So. Everybody go party and dance. Whoa. Oh, Kies. Oh, mehrere Kieslinge. So, mal gucken. Das Ding klassiert wohl. Ich gehe jetzt nicht ran. Und selbst wenn es für mich ist, mache ich jetzt keinen Aufnahmestopp. Wenn jetzt irgendeiner hochruft. Nein, ist nicht für mich. Ich gehe da nicht ran. Mann, jetzt geht doch mal irgendeiner ran, ey. Das kann doch nicht sein. Zack, zack, zack. Alter, warum finden die anderen denn immer Höhlen und ich nicht, Junge? Ich grab mich aber mal hier nach unten. Ne, das ist ja für euch kein Ding. Wow. Ich grab mich mal nach unten. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme, aber ich tu's mal. La 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 la. Ich höre Skelette. Ist das ein gutes Zeichen oder ist es kein gutes Zeichen? Wodka Gorbatschow. Des Wodkas reine Seele. So, dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter. Und wie gesagt, bald kommt das Infovideo. Glaubst du, in den nächsten Tagen sollte es soweit sein? Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis in den nächsten Part. Tschüss.